Na gut, weil du auf der Flucht bist. Auf der Flucht vor was? So, machen wir das hier mal aus. Das komplett zu. Und wir starten mal den Flight Simulator. So, also, ich muss jetzt erstmal gucken, was bietet sich denn an als. Was bietet sich denn an? Ich müsste ja so einen Flug machen, oder? Hanau, dauerhaft Messerstecherei, passiert nichts. Ja, Messerstechereien sind für Hanau leider nicht ungewöhnlich, muss ich sagen. Flieg nach Österreich. Welche. Hey, warum ist hier kein Sound? Hab doch schon Spielen gedrückt, oder? Was für ein Flug. Hamburg, Spandau. Flieg nach Hanau. Frankfurt, Hamburg. Ja, aber so längere Flüge, ganz ehrlich, bei den. Das Interessante bei einem Flug ist immer Start und Landung. Eigentlich Start auch nicht, sondern eher die Landung, oder? Sollten wir nicht so Landeherausforderungen machen? Hamburg, Frankfurt. Rom, Venedig. Okay, das klingt schon wieder geil. Flieg doch mal nach Lateinamerika. Wo ist das? Südamerika oder was? Ist Lateinamerika Südamerika? Und warum heißt es Lateinamerika? Vatikan? Darf man über den Vatikan fliegen? Ist nicht der Flugverkehr über den Vatikan verboten? Habe ich nicht mal irgend sowas gelesen oder so? Das Studio suchen, Matteo. Ja, habe ich gestern schon gemacht, aber Hamburg sieht lame aus von oben, muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Also von allen Städten auf der Welt ist Hamburg von oben wahrscheinlich eine der uninteressantesten. Weil es gibt keine Wolkenkratzer und sowas. Sydney, okay, Sydney wäre geil. Tokio wollten wir gucken, ne? Hauptsache, du fliegst nicht in seine Straße. Wessen Straße? Frankfurt, Neapel. Guck mal, wir haben einen neuen Rahmen. Ohne Rand. Und plötzlich sieht der Stream hochwertig und geil aus. Wenn wir jetzt noch den Bereich hier austauschen, wäre das ein richtig geiler Stream-Chat. Hawaii über den Mauna Kea. Ich würde gerne mal über einen Vulkan fliegen. Chat, wo kommen wir als nächstes an einen Vulkan? Wie wäre es mal mit Ätna, Sizilien? Wir starten mal. Oder Vesuv. Ich trigger das von dem Kopf nicht komplett, den sieht man gleich. Komplett, wenn ich mich nochmal hinsetze. Eifel, was ist die Eifel? Vogelsberg, ja, das sind ganz exotische Ziele. Tschernobyl, sieht man in Tschernobyl was? Oder wo ist denn dieser riesige Komet eingeschlagen, Chat? Es ist doch irgendwo so ein riesiger Komet eingeschlagen, wo man den Krater noch sieht. Einmal in Mexiko irgendwo, oder? Und einmal ist es doch, glaube ich, in Russland gewesen. Ja, die beiden waren es. St. Petersburg, Südafrika, Russland. In Südafrika ist auch einer eingeschlagen. Afrika auch, okay. In Tschernobyl, nee, in Tschernobyl ist nichts. Okay. Mental, spielst du mit Xbox Pad? Ja, ich spiele mit Xbox Pad. Tungst. Was? Tungstuta? Tungusta? Tungsta? War in Russland. Tunguska und Arizona. Fukushima. Also, Leute, ich würde heute mir gerne einmal Tokio ansehen. Ich will nach Japan. Weil ich habe gestern Nacht ja die ganze Zeit diese Essensdokus gesehen. Da war Japan dabei. Also. Tokio. Und da würde ich auch ganz gerne Hauke mal winken. Vielleicht sehen wir den ja. Fliegen zu Gino. Gino ist ja nicht in Japan und ich glaube, das wird auch noch lange dauern, bis er nach Japan kommt. Gönn dir mal Honeycomb Yoke. Was ist das? Okay, so, wir machen mal Weltkarte. So, wie heißt denn. Flughafen in Japan, in Tokio. Da, Narita International, Tokio. Militärflugplatz Yokota, Tokio. Und Tokio Haneda International, Tokio. Welchen nehmen wir davon? Haneda nehmen wir. Okay, wir nehmen Haneda.
Ich würde gerne wieder so eine kleine Maschine nehmen. Also entweder eine, also ein Propellerflugzeug. Ich fand das letztes Mal richtig geil. Das hier. Weil da haben wir voll die geile Sicht. Das war aber nicht so schnell, ne? Das sieht auch ganz geil aus. Auf keinen Fall nehmen wir wieder dieses komische, kranke Stuntflugzeug. Die Icon ist halt langsam. Ja, wir wollen aber mehr so JMB Aircraft. Was ist JMB Aircraft? Wir wollen ja so Sightseeing machen und nicht mit Überschall über die Dinger brettern. Ich nehme den erstmal, okay? Ist der eine Flughafen nicht im Wasser? Der Wasserlandung würde ich auch gerne nochmal machen. Komm, das war ein geiles Ding, wir nehmen das. So, wir machen mal keinen Dings. Flugbedingungen, wir wollen schon bei Tag fliegen. So, 7 Uhr morgens. Live-Wetter. Wir können mal Live-Wetter machen, das klingt ganz geil. Okay. Jetzt, oh, warte mal, hier ist die Benachrichtigung von Vollgeist. Die wir geschrieben haben, oder? Bei Nacht muss Tokio krank aussehen. Stimmt eigentlich auch, ne? Wir gucken mal erstmal bei Tag. Und dann vielleicht schalten wir einmal bei Nacht um, geht ja. Oder Abendstimmung. Abends? Ja, stimmt, sowas in der Richtung. Kann man auch Landeherausforderungen bei anderen Flughäfen machen? Oder geht das nur bei diesen Aktionen? Bist du denn schon eine große Passagiermaschine geflogen? Ja, einmal. Das war dieses Desaster mit Overspeed. Ich konnte die aber nicht landen. Ich konnte diese große Maschine nicht landen. Die sind vorgegeben. Es gibt 24 Stunden Landing Challenges. Wie können wir mitfliegen? Ja, ich muss aber erstmal, davor müssen wir erstmal definieren, was ich schaffen muss, um zu sagen, wer mitfliegt. Und wer, wisst ihr, was ich meine? Nicht 24 Stunden, 24 Stück. Ah. Es gibt mehrere Landeherausforderungen. Dann lasst uns einmal jetzt ganz kurz Tokio ansehen und danach machen wir eine Landeherausforderung, wo ihr entscheiden könnt, ob ihr entweder mitfliegt im Flugzeug oder ihr seid unten, wo wir aufschlagen. Okay. Mach unbedingt Nacht, das sieht mega aus. Okay, dann versuchen wir einmal dann später umzustellen. Ich will es mir bei Tag ansehen und dann machen wir Nacht. Wie dieses Schiff da hinten, was ist mit dem los? Kern ist unscharf. Welche? Die hier? Matteo, RIP oder RIP, dass du bei der nächsten Lande-Challenge keine 600k erreichst. Mann, ey, das ist aber auch hart. So, machen wir mal so. Ich geh mal hier ein bisschen in die Mitte. Guck mal, wir können hier richtig weit sehen. So, okay, wir haben noch die Instrumente. Wir lösen die Bremse. Da hat man die Engines. Gehst du Hauke besuchen? Ja, wir gucken mal, wo Hauke wohnt. Wir winken dann. Wir haben die Flugeigenschaften noch auf realistisch stehen, außer den Belastungsschaden, damit wir ein bisschen wild fliegen können. Aber Kollision und so ist immer noch auf... Boah, es ist wirklich schwer, schwerer so zu fliegen. Viel unruhiger alles. In welcher Richtung liegt denn Tokio? Sind wir schon in Tokio? Wie ein Auto aus, ja, finde ich auch. Mach mal das Fahrwerk ein. Sieht so Tokio aus. Nordost müssen wir fliegen. Wir sind in unserer Anzeige da. Nordost. Okay, das hier ist dieser Berg. Mount Rushmore. Ja. Haneda liegt direkt in Tokio. Das ist also Tokio. Wie war das jetzt nochmal? Darf man unter Brücken durchfliegen oder nicht?
Mount Everest, ja, manche. Ich glaube nicht. Geht. Fliegen mal auf den. Guck mal, das sieht aus wie der Tokyo Tower, dieser Funktower, oder? Ist er das? Keine Ahnung. Limit Controller, ja, merkt man das? Das ist der Skytree. Nee, was ist der Skytree? Das müsste der Skytree sein. Warum wisst ihr alle, was ein Skytree ist? Die Brücken sind massiv, auch wenn sie nicht so aussehen. Okay. Was lol, wie er jetzt auf einmal auf 500k geht bei Wetten mit Matteo? Ja, hier ist der richtig Low Res. Guck mal, wie das aussieht hier. Wie das sieht ja aus wie Nintendo 64. Schalte ich nochmal um, dass der von selbst nicht immer hochzieht, also diese Autopilot, Y dann nach unten drücken oder nach oben. Wie ging das nochmal? Y da unten, der Trim, ja genau, Trimmer. Trimmung. F5, habe ich schon gedrückt. Steuerkreuz nach unten, okay. Macht aber nicht, ich drücke gerade ganz krass nach unten. Was passiert hier? Lappen einfahren habe ich schon. Nach unten oder nach oben? Der zieht voll krass hoch. Y nach oben. Okay. Zoom mal nach oben. Und mal Gas weg. Ja, schon. Mal ein bisschen weg. Okay, passen wir da durch. Kein 9-11. So, wo sind wir hier? Was ist denn das höchste Gebäude in Tokio? Ah, Angela noch da? Oh nein, verloren. Habe ich wieder verloren. Warum zieht es so krass hoch? Guck mal, ich drücke gerade nichts. Ich drücke gerade nichts und er macht so die ganze Zeit. Jetzt sinkt er von selbst ab. Roller kaputt? Nee, ich drücke gar nicht. Das liegt, glaube ich, an dem realistischen Flugding. Man muss die ganze Zeit gegensteuern. Ja, weil Trim. Ich habe doch Trim umgestellt. Wo sehe ich den Trimmer? Ach, da, guck mal. Hey, ich kann den Trimmer nicht umstellen, Chat. Guck mal. Ah doch, es geht nur ganz langsam. Ah, look at this. Okay, Trimmer ist jetzt auf der Mitte. Das heißt, wir fliegen waagerecht, oder? Fahrarm und Fahrwerk ist draußen. What the fuck? Komm rein. Okay. Passen wir da durch. So, ich versuche jetzt mal eine Wasserlandung. Die haben wir bisher noch nie hinbekommen. Das heißt, wir fliegen einmal um diesen Block rum und dann nehmen wir das Wasser, was hier vorne ist. Also mit so einem Flugzeug würde ich auch in echt fliegen. Das fühlt sich irgendwie geil an. Das
ist der heftigste Pilot, den ich aus dem Studio je gesehen habe, Matteo, danke. Ein kompletter Han Solo. Passen wir da durch. Easy. Okay. Aber wo war nochmal das Wasser? Lass mal eine Wasserlandung kurz machen. Gibt es irgendwas Geiles in Tokio, was man sich ansehen muss? Ist hier Wasser? Akihabara, was heißt das? Oh, ich hätte F8 drücken müssen, oder? Können so niemals landen, oder? Jetzt haben mir übrigens ein paar Leute von euch Screenshots geschickt, wie sie mich gesniped haben. Bisschen nach der rote Doppeldecker war einer von euch. Und dieses andere Flugzeug war auch einer von euch. Okay, sieht gut aus. Wir sind gelandet. Das Safe einer von euch. 100% ist das einer von euch. 100%. Und das auch. Fliegt unten drunter. Der fliegt unten drunter durch. Rüdiger! Boah, der hat nochmal hochgezogen gerade so. Also das wäre, glaube ich, das perfekte Flugzeug für mich. Du kannst überall landen, wo Wasser ist. Das ist voll die geile Sicht. Du kannst voll geil gleiten. Ja, lass mal Landeherausforderungen gucken. Ja. Was kostet das Flugzeug? 300.000? Hä, ist ja voll günstig. Das kostet ja nur so viel wie eine Wand. Ist ja mega günstig. Okay, wo komme ich hier zu den Landeherausforderungen? Hier bei Aktivitäten. Landeherausforderungen. Okay. Berühmt, episch, starker Wind. Oh Mann, ey. Okay, hier machen wir die Hardcore-Wetten, wo ihr sterben könnt, wenn ihr abstürzt, okay? Ist Maurice da? Ist Maurice im Chat? Weil der müsste uns einmal erklären, wie das geht. Okay, also erstmal voten wir. Warte mal, ich gucke erstmal, ob Maurice da ist. Ich glaube, er ist nicht da, oder? Oh no. Da ist er doch. Nee, wir machen keinen VIP, oder? Wir machen jetzt diese Hardcore-Wetten. Also erstmal. Entscheidet, was von den drei Dingern wir machen sollen. Eins wäre berühmt. Also das sind irgendwie so ganz bekannte Orte. Zwei wäre episch. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und drei ist starker Wind. Ich bin überhaupt noch nie mit Wind geflogen. Ja, let me guess. Der Chat will das... Ja, aber ihr stürzt dann ab, ne? Aber dann fliegt ihr wahrscheinlich nicht mit. Okay, dann wird's spannender. Dann wird's spannender. Okay, dann nehmen wir starker Wind. Ja, 51% insgesamt sagen starker Wind. Okay. So, dann wisst ihr, was wir machen? Wir arbeiten uns von hier über alle durch nach da unten. Das heißt, wir müssen versuchen, die alle zu schaffen. Wir machen die so lange, bis wir die einmal stehen. Wie kann man mitfliegen? Das erklärt jetzt Maurice. Er kann das im Chat, glaube ich, mal schreiben. Der Innsbruck dabei? What the fuck? Lol, stimmt, da unten Österreich, Innsbruck. Innsbruck mit 747 mit Wind, oh je. Ich wette einfach gar nicht, dann bin ich safe vor Matteo, das stimmt.
So, Maurice schreibt, sobald die Wette losgeht, schreibt ihr 1 Hardcore oder 2 Hardcore. Könnten ihr auch schreiben Hyper Hyper, Always Hardcore. Geht es auch? Wahrscheinlich nicht. Na gut. Also, 1 bedeutet, ihr sitzt mit im Flugzeug. Das heißt, wenn das Flugzeug abstürzt, seid ihr RIP. Und eure Kohle und ihr werdet getimeoutet. Maurice, wie lange werden die getimeoutet? Kann ich das noch aussuchen? Es gibt Massentimeouts jetzt. 10 Minuten. Okay, 10 Minuten ist fair. Also, 10 Minuten könnt ihr nicht mehr im Chat schreiben. Ihr werdet also gekillt für 10 Minuten sozusagen. Wenn ihr 2 Hardcore schreibt, dann seid ihr aber auch nicht safe. Weil ihr seid dann unten an der Landebahn. Und wenn ich lande, mähe ich euch um mit meinen Flügeln. Ihr werdet dann vom Triebwerk zerhäckselt. Das bedeutet, wenn ich lande erfolgreich, seid ihr dann RIP. So. Tot oder tot, Chat? Nee, wenn ihr im Flugzeug seid und wir landen normal, dann seid ihr nicht tot. Bitte lasst sie mich da raus. Ihr müsst ja nicht mitfliegen. Okay, also, dann würde ich sagen, wir nehmen diese Herausforderung. Ich klicke die mal schon mal an. Das sind die Flugbedingungen. Wir fliegen mit so einem kleinen Flugzeug. Wir müssen auf diesem Flughafen landen. Und wir haben sehr starken Wind. Wo sehe ich denn den Wind? Landebahn, die Pistenlänge ist 4900 Feet. Pistenhöhe, wo sehe ich den Wind? Wo ist der fucking Wind? Keine Ahnung. Also, die Herausforderung ist, das Flugzeug zu landen. Wenn ihr 1 schreibt, seid ihr mit dem Flugzeug drin, also gewinnt, wenn wir normal landen und nicht kaputt gehen. 2 sterbt ihr. Warte mal, wie habe ich gerade erklärt? Genau, bei 1 seid ihr im Flugzeug drin, bei 2 seid ihr unten an der Landebahn. Habe ich gerade selber vertan. Also anders gesagt, wenn ihr denkt, dass wir abstürzen, 2 setzen, weil dann seid ihr nicht im Flugzeug. Okay. Bitte schaff es, Matteo. I try my best. Okay, dann geht's jetzt los mit der ersten Hardcore-Wette. Das ist alles ein Beta-Test. Alles ein Beta-Test, ja? Das ist also keine Garantie. Wie lange war der Timeout? 10 Minuten. Ihr seid dann 10 Minuten weg vom Fenster und könnt nichts mehr wetten. Ich bin nur wegen der Massentimeouts hier. Ich bin echt gespannt, wie viele Leute getimeoutet werden können. Es machen 288 Leute mit. Die kriegen wir locker alle weg. Auf welcher Stufe spielst du, Matteo? Wir spielen auf realistisch. Also alles so realistisch wie möglich. Außer so diese Schäden von so krassen Flugmanövern, die sind aus. Aber Kollision ist an, alles andere ist an. Bitte nicht abstürzen. I try. Okay, sehe ich irgendwie den Wind? Der Wind ist 23... Okay, hab's nicht gesehen. Boah, ich muss vorher nochmal die Controls checken eigentlich. Ach komm, lass einfach rein. Boah, was? Wir sind schon da? Boah, ist das für eine Maschine? Okay, wo ist der Flughafen? Warte, ich muss mal ganz kurz mich orientieren. Boah, nee, Alter. Okay. Es ist mega schwer zu fliegen. Wo ist der Flughafen? Ist der irgendwo da? Ich sehe den halt nicht. Mal umsetzen. Oh, es ist mittig. Hat er Overspeed gesagt? Ist das die Landebahn? Was? Overspeed? Ich muss erstmal rausfinden, wo die Landebahn ist, Chat. Nee, die ist da. Wo ist die denn? Also ich sehe die nicht, seht ihr die? Irgendwo hier müsste die sein.
Kommen wir auf die zu. Ah, unten die Karte. Ich sehe die, glaube ich, oder? So, wir müssen die erstmal lokalisieren. Ich drücke X die ganze Zeit. Da ist sie! Wir haben sie! Okay, wir nehmen Speed raus. Muss ich das Fahrwerk rausfahren? Scheiße, ich drücke mal F5. Nee, F8, ne? Ist Fahrwerk schon draußen? Ich weiß nicht, ob es rausgefahren. Habe ich es rausgefahren? Habe ich es rausgefahren? Er ist draußen, oder? Zieh durch, wir müssen nochmal anlaufen. Ich kann nicht. Easy, Leute, das war ja ein Kindergeburtstag. Komm, wir werden fast gerippt, ey. Oh, ey, das war ja voll einfach. Guck mal, sogar 224.000 Punkte. First try. Mann. Und ihr hattet Angst. So. Okay, das bedeutet, alle, die nicht im Flugzeug saßen, also zwei. Also gewinnt zwei, richtig? Richtig. Computerstimme aus dem Internet. Fingertwister sagt, Matteo, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Du hast also gegen mich gewettet. Da bist du selbst dran schuld. Nee, warte mal. Also gewinnt eins richtig? Weil eins gewinnt. Eins gewinnt. Eins. Die Leute im Flugzeug gewinnen. Ich habe mich vertan. Oh, scheiße. Ist schon durch? Nee, gewinnt eins. Es gewinnt eins. Oh, scheiße. Oh, mein Gott. Wer wurde hier? Oh, mein. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Seht ihr das, wie die Leute weggetimeoutet werden? Seht ihr das? Ach du heilige Scheiße, ich habe sowas noch nie gesehen. Okay, ein Rest in Peace in den Chat für die Leute, die es noch schreiben können. Wer wurde jetzt gerippt? Die Zweier hoffentlich, oder? Nehmen wir mal. Aber eins hat gewonnen. Genau, eins hat gewonnen. Also, eins hat gewonnen, aber die Zweier wurden gerippt. Still alive. Oh nein, haben wir die Falschen gerippt. Oh mein. Ja, während sich Maurice um dieses Problem kümmert, werde ich mal einfach hier weiter drücken. Nächste Landeherausforderung. Funchal. Haben wir die Falschen umgebracht? Haben wir gerade ein Kapitalverbrechen begangen und haben einfach die Falschen um die Ecke gebracht? Maurice, kann das sein? Scheiße, wir haben gerade den Chat halbiert. Oh, shit. So, wir machen mal die nächste Landeherausforderung. Fingertwister sagt, Matteo, ich habe wieder Bock auf dich. Ja, aber nur weil wir den Fehler gemacht haben, Mann. Kann passieren. Ja, kann schon mal passieren. Habt ihr eigentlich die Nachricht gesehen, wie die Leute getimeoutet wurden? Habt ihr das gesehen, wie das durch den Chat gerauscht ist? Das war ja komplett krass. Ah, das sehen nur die Mods und ich. Das war einfach so eine graue Wand an Timeout. Timeout. Das war richtig geil. Okay. So. Also, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie wir das jetzt machen. Scheiße, Maurice. Jetzt haben wir die falschen Leute weggesnackt. Ah, es könnte sein, dass die Logik gerade umgekehrt ist. Ach so, Maurice hat das Richtige eingegeben, aber die Logik hat es andersrum gemacht. Scheiße. Nächstes Mal Bildschirmaufnahme von deinem Chatscreen. Ja, das wäre geil. Wir fliegen schon! Warum sagt denn keiner was? Stell dich mal so einen Piloten vor. Was? Wir sind schon in der Luft? Ja, gar nicht. Was? Ich hab gar nichts mitbekommen. Aber wo ist der? Oh, da. Ist es Madeira? Liegen wir zu Unge jetzt? Ja, chill doch. Chill. Chill doch. Chill. Mann, chill doch. Okay.
So, wo ist der Flughafen? Ist der hier irgendwo vor mir? Machen wir eine Wette hierfür? Ich weiß es nicht. 1000. Ist das vorne der Flughafen? Was heißt dieses Warnblinken? Ist es gut? Was heißt ein Alarm? Das ist doch was Neues dabei, oder was? Was will das piepen? Was piepst denn hier? Hat jemand eine Zigarette angemacht im Cockpit? Alter, wie viele Knöpfe hier sind. Ich gucke einfach aus dem Fenster. Habe ich weniger Probleme. Was heißt das? Läuft gerade eine Wette. Weiß das jemand? Zu langsam sind wir gerade. Okay, könnt ihr mir sagen, warum hier alles piepst, was piepsen kann? Zu tief? Na, es wird doch gut. Guck mal. Unser Winkel ist nur scheiße. F8. Okay, Chat. Macht lieber die Augen zu. Fuck. Ist das Fahrwerk draußen? Weiß jemand, ob das Fahrwerk draußen... 100, 60, 50, 40, 30, 20, retard. Haben wir das geschafft? War das Fahrwerk draußen? Wahrscheinlich, oder? Ey. How? Ich bin halt so auf die Landebahn zugeflogen. Hier war die Landebahn, ich bin so. Ah, Fahrwerk war noch nicht draußen. Und dann Fahrwerk auf. Präzision 1. Ja, na gut. Wir spielen dann, glaube ich, das nächste Mal auf Punkte. Aber dieses Mal erstmal nur überhaupt auf Landen. Der erste Aufsatz war viel zu hart. Ja, I know. Okay. So. Lief gerade eine Wette. Lief eine Hardcore-Wette. Jetzt kommt was. Jetzt kommt Gibraltar. Nein, lief keine Wette. Okay, wollen wir mal lieber normale Wetten machen? Oder willst du noch testen, Maurice? Nee, ich habe einen Hotfix gebaut. Okay. New Try. Okay, wir machen noch mal eine Hardcore-Wette. Ihr müsst nicht teilnehmen an den Wetten, ne? Ihr müsst nicht teilnehmen an den Wetten. Wenn ihr einfach nichts schreibt während der Wettphase, passiert gar nichts. Es ist nur, wenn ihr schreibt 1 Hardcore, dann sitzt ihr mit dem Flugzeug. Wenn ihr schreibt 2 Hardcore, dann steht ihr unten an der Landebahn. Ohne Schaden ist es lame. Es hat ja Kollisionsschaden. Und nee, man kriegt keinen Lifetime-Ban, man bekommt einen 10-Minuten-Timeout. Okay, Wette ist offen. Wette ist jetzt offen. So, während ihr wettet, lese ich mal kurz ein paar Subs vor. Scheiße, ich muss auch später... Fuck, ich muss da noch Dings runterladen. Quake. Wie groß ist Quake live? TikTok hat für 6 Monate gesubbt und sagt Twitch Prime Hardcore. Lance Worgen hat für 11 Monate gesubbt und sagt, Telefon klingelt. Das wäre krass, wenn es einfach nur das Telefon gewesen wäre im Cockpit. Ich hätte einfach nur abheben müssen. Zuckerprinz hat für 40 Monate gesubbt. Showtech 2010 für 19 Monate. Sagt Black Hawk Down, Bonjour Herz. Wasabs hat für 2 Monate gesubbt. Rakarim für 8 Monate. Benaga für 50 Monate. Deftig für 25 Monate. The Derek für 35 Monate. Er sagt, hallo Matteo, bitte beantworte doch mal meine Liebesbriefe. Ich abonniere immerhin schon im 35. Monat. Bussi. Liebesbriefe werden erst ab dem 40. Monat beantwortet. Astropunk hat für 25 Monate gesubbt. Ruhrpott-Prinzessin für 10 Monate. Solid Fail hat gesubbt.
Ymir 1212 hat für 33 Monate gesubbt und sagt, doch nicht so krass der Typ. Welcher Typ? Das war, muss noch bei Niklas gewesen sein. Ich hab's trotzdem vorgelesen, okay? Homer J 1990 hat für 36 Monate gesubbt, schreibt Pock. Crunchy Cupcake hat für 5 Monate gesubbt und sagt, hallo, liest heute Mental Matteo Subs vor. Ja. Danke, Crunchy Cupcake. Storm of Passion hat einen Sub gegiftet an peinliche Affe. Bullshitterino hat für 25 Monate gesubbt. Monkey Honk hat auch einen Sub gegiftet an Demarv. Und den Rest lese ich später vor. Gerade eben ganz fresh, aber Proletus Maximus hat für 8 Monate gesubbt und sagt, wer das liest, ist doof. Scheiße. So. Wir starten jetzt 2 GB Quake Live. Okay, das kriege ich easy runtergeladen. Also später noch. Wir müssen so 10 Minuten vor 12 müssen wir mal aufhören. Dann muss ich Quake Live runterladen. So, wir machen jetzt die nächste Lande-Herausforderung. So, wie viele Leute haben gegen mich gewettet? 72% glauben, das Ding kommt runter. Und 28% glauben, das Ding kommt auch runter, aber zu schnell. Wie lange machst du heute, Matteo? Ja, also mindestens bis 12. Ab 23 Uhr machen wir das Quake-Training mit Leon zusammen. Wir wollen ja Eddie herausfordern. Okay, es geht los. Was? Ist das der Seitenwind? Ja, klar. Lass mal kurz gucken. Haben wir das Fahrwerk draußen? Ja. Pass mal ein. Oder lassen wir es draußen direkt? Ich fahr's mal raus. Der Wind ist krass. Wo sehe ich denn die Trimmung? Jet, wo ist die Trimmung nochmal? Oh, sind die Leute wieder da? Nice. Welcome back. Sorry, dass wir euch gekillt haben. War keine Absicht. Also war aus Versehen. Ist das der Flughafen? Nee, der ist da. Wohnt hier Unge? Ich finde, das sieht aber aus wie die Landebahn. Sollen wir da einfach landen? Also laut X ist der Flughafen da. Aber ich finde, das direkt vor uns sieht auch aus wie eine Landebahn. Nee, warte mal, was ist denn das? Das Container? Wir drehen mal ab. Okay, wir drehen. Uff. Wir suchen erstmal. Wir sind schon zu tief, ne? Oh Gott. Oh, irgendwo da muss die Da ist es doch, oder? Da. Da links. Da, wo die roten Lichter sind. Das müsste es sein. Okay, diese riesen Passagiermaschinen, die sind immer heftig. Okay, wie viele Leute sitzen mit dem Flugzeug? Third Person ist schummeln. Ist es? Okay, das geht noch. 42 kann ich verkraften, falls wir abstürzen. So, wir machen mal Landeklappen auf. Mal Speed raus. Fuck, wir sind zu hoch, oder? Oh. Ich hab, glaube ich, ich bin zu langsam. Mein Controller rastet gerade richtig aus. Four hundred.
Sorry. Wir haben so krassen Gegen. Guck mal, wie ich steuern muss, damit wir hier drauf. Alter. Wir stehen komplett schräg. 60, 50, 40, 30, 20, retire. Sie haben das Fahrwerk nicht korrekt. Mein Fahrwerk war drin? Aber ist das Fahrwerk wichtig, um zu landen? Ist es wirklich wichtig? Okay, RIP. Sorry, Leute, die im Flugzeug waren. Ich habe Fahrwerk vergessen. Scheiße. Okay, Neustart. Eigentlich nicht, nee. Oh, da rauscht es durch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Kann mal passieren, ne? Oh, da steht sogar, 42 Chat-Teilnehmer sind RIP. Lol. Gut. So, wir können die Wette laufen lassen, während ich hier schon ein bisschen anfliege. Ich denke so. So, erstmal checken. Ist Fahrwerk draußen? Ja, wir lassen es jetzt einfach mal draußen, okay? Wir haben so krassen Wind. Chill. Chill doch. Ich habe Mermaid umgebracht. Scheiße, es tut mir leid. Tut mir leid. Ich glaube, am Ende von diesem Abend werden wir einfach noch zu zweit im Chat sein. Also einfach Maurice und ich. Und die Mods. Okay, so, wir nähern uns mit so einer großen Kurve wieder an. Ich werde Fahrwerk die ganze Zeit draußen lassen, Chat, okay? Ich werde es die ganze Zeit draußen lassen. Ja, wir sind jetzt schon zu tief, um ehrlich zu sein. Da ist der Flughafen. Ja, wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Ich muss die ganze Zeit gegen den Wind irgendwie steuern. Seht ihr, wie das eiert? Das ist doch kein Overspeed, Mann. Wir sind noch nicht so schnell. Chill. Chill. Okay, wir drehen uns langsam rein. Ey, mit so großen Passagiermaschinen ist nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mach lieber so kleine Maschinen. Hört ihr meinen Controller? Ich hab das Gefühl, wir schmieren einfach gleich ins Meer, kann es sein? Okay, lass mal ganz langsam hier drauf zu. Ganz langsam. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ist Fahrwerk noch draußen? Weiß es jemand? Oh fuck, wieder eiern, ey. Das wird doch wieder nix. Chat, das wird doch wieder nix. Das wird doch wieder nix. Five
Ich habe uns schon sterben sehen. Oh, 317.000, voll gut. Guck mal, Präzision. Bodenrollen war jetzt nicht so geil, okay. War ein bisschen holprig. Aber Präzision, wir haben ja ein Bullseye gelandet fast. Holy shit. Das war clean, oder? Das war clean. Ach, plötzlich kann er landen. Ja, okay. War aber solide. Wie viel Credits kriegt man, wenn man gewinnt bei der Hardcore-Wette? 10.000, ne? Hätte ich gern von außen gesehen. Ja, aber ich traue mich da nicht in die Third Person zu gehen, weil es dann noch wilder aussieht, glaube ich. Man bekommt 10.000 auf den eigenen Einsatz on top, sagt Maurice. Okay, krass. Das ist heftig. Okay. Wird die erste Rigged-Runde denn nochmal ausgezahlt? Ich denke nicht. Das kann man nicht mehr nachverfolgen nach einer Runde. Wie gesagt, das ist alles Beta-Test. Wir testen gerade diese Hardcore-Wetten. Die würde ich nämlich gerne morgen bei Minecraft auch benutzen. So, okay, ich drücke mal weiter. So, okay. Die nächste Landeherausforderung ist in Innsbruck. Must Be Wasabi hat 38.000 bekommen für die letzte Wette. What? Du hast 38.000 bekommen für die letzte Wette? Du hast aber selber auch viel eingesetzt, oder? Zodiac 46.000. In echt landen da keine 747. Wir gucken mal. Okay. So, wir versuchen in Innsbruck zu landen. Ist es nicht so ein Skigebiet oder so? Kam da nicht Corona her? Ich glaube, da setzt man auch alles ein. Ja, ich glaube, es könnte sein. Ich glaube, Hardcore-Wette ist, man geht selber all in und bekommt zu seinem Gewinn nochmal 10.000 on top. Oh, die Wette ist offen, Chat. Also die Hardcore-Wette ist offen. Wenn ihr mit im Flugzeug sitzen wollt, dann 1 Leerzeichen Hardcore. Wenn ihr auf der Landebahn nur zusehen wollt, dann 2 Leerzeichen Hardcore. Und wenn ihr HP Baxter seid, dann Always Hardcore. Wir sind schon im Flugzeug. Okay, wo ist die Landebahn? Die liegt direkt vor uns irgendwo. Wenn ich X drücke, guckt das da vorne hin. Wir gucken mal. Nee, falsch. Haben wir das Fahrwerk draußen? Nope. Haben wir ein Fahrwerk? Da kommt's. Okay, wir fahren das schon mal raus. Park. Kann ich die Trimmung runter machen? Die Trimmung ist doch fast null, ne? Okay. Oh Leute, das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Rüdiger, ich mal langsam. Wir sind wirklich sehr hoch. Aber wie schön Innsbruck ist, guck mal. Ruhig, ruhig, Rüdiger, ruhig. Wir haben noch keinen Reifen verloren, ist alles gut. Wie viel Speed haben wir gerade? Sehe ich hier irgendwo, ist denn die Anzeige für The Engine Speed? Boah, die Fahrbahn ist aber auch kurz, oder nicht? Ist die Landebahn nicht fucking kurz oder so? Mehr Gas. Ein bisschen, ja. Bin mir aber nicht sicher, wenn ich im Chat immer gucke, dann versuchen ja auch 50% der Leute mich abstürzen zu lassen. Deswegen weiß ich nicht, was ich glauben kann. Landeklappen war F8, oder? Landeklappen war F8, oder? Ja, F8. Nehmen wir mal Landeklappen auf. Shit, Leute.
Ist Fahrwerk draußen? Ja. Nee, ist gerade zu kurz. Doch nicht, doch nicht. Alles gut, bleib ruhig. Bleib mal ruhig im Chat jetzt. Komm nicht runter, ich komm nicht runter, ich komm nicht runter, ich komm nicht runter. Liege ich schon, oder? Hier könnte er bremsen? Könnte er bremsen, maybe? Easy. Scheiße. War nicht schön. War nicht schön, aber wir haben es geschafft. Also Präzision 0. Wir sind voll drüber weg. Alter, da wird wieder getimeoutet. Müsstest echt mal filmen. Ach du Scheiße. Wir haben gerade 154 Chat-Teilnehmer gebannt. Ja. Yep. Holy, ich habe einfach 80k Credits gemacht. Okay, krass. So. Okay, wir haben es wieder geschafft. Always hardcore, Leute. Always hardcore. So, die nächste Landeherausforderung ist mit so einer kleinen Propellermaschine. Das sieht geil aus. Nanwalek. Wo ist das? Ist das in Kanada oder so? Über 100k gemacht jetzt insgesamt. Krass. Okay. Wo ist... Weiß jemand, wo das ist? In Stelling. Glaube ich nicht. Alaska ist es. Okay, Alaska klingt geil. Alaska ist mein Jam. So, wir gucken mal. Wind. Ich verstehe das nicht. Was heißt denn das, die 20.000? Ist das die Landebahn? Habt ihr gerade die Landebahn gesehen? Es war ein Feldweg. Wie soll ich denn auf dem Feldweg landen? Ist das ein Joke? Wow. Okay, geht schon los. Geht schon los. Oh nee, sag mir nicht, dass es da vorne dieser kleine Feldweg ist. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass das ein offizieller Flughafen ist. Das könnt ihr mir nicht erzählen, Leute. Mal gucken, wie die Trimmung ist. Die Trimmung ist okay. Wir haben Fahrwerk schon draußen. Fliegen wir langsam. Ich muss auf diesem Feldweg also hin, okay. Du bist im Gegenflug, was heißt das? Was? Was hat die Frau gesagt? Rüdiger, was hast du gesagt? Sag nochmal. Ey, wir haben so krassen... Guck mal, wie ich fliege. Ich fliege komplett seitlich, weil der Gegenwind so krass ist. Ich werde komplett weggeschoben. Seht ihr das? Ich fliege halt seitlich. Oh, schaffen wir die Bäume hier? Das schaffe ich nicht, Leute. Ey. Wie, das ist Tokyo Drift. Das ist komplett... Wie soll ich denn das landen? Ich muss halt so zur Landebahn. Ey, Scheiße. Gut, neuer Versuch. Falsche Richtung. Wie? Sie sind nicht auf der vorhergesehenen Landebahn gelandet. Es war die falsche Richtung. Ich muss von der anderen Seite anfliegen, oder was? Oh, hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen, ne? 'Neuer Neustart. Von hinten, okay.
Aber auch assi, dass sie einen... Ah, da sieht man's ja. Guck mal. Ich hab da nicht drauf geguckt. Da hab ich falsch gemacht, ne? Du warst drauf. Ja, aber ich... die Landung muss ja glücken. Okay. Nächster Versuch. Wie schön Alaska aussieht, aber, ne? 500. In welcher Serie war das nochmal, wo einer nach Alaska abgehauen ist? War das bei Breaking Bad? Und wo war der Typ von Into the Wild? Simpsons, der Film. Ah, danke. Vampire Diaries. Dankeschön. Das heißt, ich muss über diesen Berg fliegen. Zu den Bergziegen. Ich bin Battle Rapper, oder? Bin ich Battle Rapper? Sag mal jetzt ehrlich. Wir fliegen von hinten an den Berg ran, dann ziehen wir so weit runter, wie es geht. 500. Was? Ich muss irgendwas upgraden? Okay. 500. So, ich guck mal ganz kurz. Da, das ist so schwer zu landen. Muss über diesen Berg mit dem Schrägwind. Der wieder cheatet. Wie cheate ich denn? Muss nicht so weit ausholen, sagst du. Wir fliegen hier drüber jetzt. Boah, so Wälder sind krass. Und es regnet auch. Ich nehme, sobald wir über die Kuppe sind, nehme ich drastisch Speed weg. Wir diven einfach da rein mit Sinkflug, so, also mit so Segelsinkflug. Das war ab ungefähr. Hä? Hier ist noch ein Berg! Hochziehen, Rüdiger! Rüdiger, zieh hoch! Rüdiger! Wir hatten den zweiten Berg dahin gezaubert. Wo sind wir? Wo? Ey, wer war das? Wer hat einen zweiten Berg hingemacht? Den habe ich nicht gesehen. Können wir von hier aus trotzdem landen? Nee, ne? Das schaffe ich doch gar nicht. Ich muss nochmal ausholen. Das schaffe ich nicht. Oh. Das, never. In 1000 Jahren nicht. Leute! Wie soll ich denn auf dem Acker landen? Mit dem Wind und dem Kackberg. Alter, okay. Neuer Versuch. Mann, ey. So. Fuck. So, direkt nächster Versuch. So, ich muss jetzt checken, dass da zwei Berge sind.
Dann von hinten. Dann versuchen, nicht ins Gebüsch. Komische Anweisung. Aber okay. So, da müssen wir hin. Wir fliegen mal hier rüber. Aber ich nehme jetzt nicht beide Berge, es ist ja nur einer gewesen. Es reicht aber, wenn wir über den einen drüber fliegen. Boah, mit diesem Wind ist richtig krass. Okay, wir kommen. Scheiße. Sind wir über den Berg schon drüber? Nee. Ey, guck mal, der Wind, wie der mich wegschiebt. Ich fliege einfach komplett seitlich. Na gut. Das wird doch wieder nix. Nee, scheiß auf Präzision, ich will einfach nur runterkommen. Ich hab keine Landebahn mehr. Aus! Gelandet. Mann, das war ja wieder ein Kinderspiel für diesen Superpiloten. Hm. 98 Punkte. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig Punkte gesehen in diesem Spiel. Easy bei Bernd im Garten gelandet. Ja, Mann. Gut. Ja, easy geschafft. Ich würde sagen, eine geht noch locker, oder? Nächste Landeherausforderung, Nassau. Damit es zählt, sollte es eine Mindestpunktzahl geben. Findest du? Ich finde, damit es zählt, muss man unten nicht aufschlagen. Nassau ist auf den Bahamas? Ach, die Insel heißt so. Okay. Mindestpunktzahl 1. Ja, sehe ich auch so. Mindestpunktzahl ist ein Punkt. Okay, wir haben Wind aus 235 Grad. Es ist eine Abendlandung und wir haben so einen Learjet oder so. Also schon Propellermaschine, aber es ist so ein bisschen jetig. Okay, von mir aus, Wette kann gestartet werden. Let's go. Wir gucken mal ganz kurz. Fahrwerk ist schon draußen. Muss ich mal ein bisschen höher setzen. Sehe ich nichts. Warum ist eigentlich so ein Mittelträger in der Scheibe drin? Das nervt doch. So, da hinten scheint der Flughafen zu sein. Werden die Landeherausforderungen schwerer oder leichter? Weil ich habe das Gefühl, die werden nicht leichter, aber ich sehe nicht, wo hier jetzt die Schwierigkeit ist. Vielleicht im Wind? Ist das die Landebahn, die ich gerade ansteuere? Ich habe jetzt X gedrückt, der guckt da hin, aber... Warte mal, ist das Ding 90 Grad zu mir? Liege ich jetzt gerade irgendwie senkrecht drauf zu? Warte mal. Hä?
Wo ist die Landebahn? Ich hätte vorher gucken sollen, ich hätte die blauen Pfeile verpeilt. Das ist die Landebahn, das markiert oder nicht? Die nehmen wir. Die nehme ich einfach. Mal Landeklappe schon mal auf. Ja, das sieht gut aus, Chat. Sieht gut aus. Okay. Fasten your seatbelt, please. Das Rauchen einstellen, Chat. Klappt eure Tische bitte hoch, Getränke runternehmen. Gleich auch schon mal die Schwimmwesten auspacken. Kann nicht schaden. Sind zu tief. Mal ein bisschen Gas geben. Okay, wir kommen okay. Wenn ich jetzt die letzte Map mir ansehe, kommen wir okay. Nicht gut, aber sah auch schon mal schlimmer aus. Ich muss die ganze Zeit den Wind ausgleichen. Ich komme zu spät. Komm zu tief. Rüdiger! 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 Leute, 422.000 Punkte! Wow! What the fuck? Das war die schlechteste Landung, die ich jemals gesehen habe. Da war die Gartenlandung sogar geiler. Na gut. Easy. Ich habe nicht getrustet. Das ist immer ein Fehler. Man sollte den Pilot immer trusten. Wenn man im Flugzeug drin sitzt, immer trusten. Top 7000 weltweit. Not bad. Danke, danke. 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 War ein guter Drift drin, ich weiß. Okay. So, die nächste Landeherausforderung ist Queenstown. Ich habe eine Frage, Chat. Werden die Landeherausforderungen auch wieder refreshed? Also werden die auch wieder neu gemacht oder bleiben die immer so? Queenstown klingt so ein bisschen nach Nordamerika. Könnte aber auch Afrika sein. Oder ganz woanders. Ja, das ist ja ganz woanders. Wo ist denn das? In Neuseeland. Nein, da war ich ja nah dran. Da war ich ja richtig nah dran. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir müssen durch die Wolken runter und dann sieht man nichts mehr. Okay, sieht gut aus. Okay. Das ist eine schöne Landebahn. Das wird geil. Also wer hier nicht auf 1 setzt, der ist verloren. Das wird eine easy Landung, Chat, ganz ehrlich. Okay, los geht's. Wette ist offen. 1, ihr sitzt mit dem Flugzeug. 2, ihr seid auf der Landebahn. Oh, fuck. Ist Fahrwerk draußen? Ja, Fahrwerk ist draußen. Okay, der Wind ist eklig. Und wir haben Nebel. Ja, ja. Hier runter, okay. Ich weiß halt nicht, wann ich unter die Wolkendecke soll. Oder ob der Nebel komplett die ganze Zeit so ist. Das wäre halt schlecht, wenn... Wir gehen mal runter, ich will gucken, ob der Nebel die ganze Zeit so ist. Okay. Es ist ein bisschen... Regnet's? Guck mal, das Wasser. Wo ist der Flughafen? Also wo ist die Landebahn? Ist sie da dazwischen?
Ich sehe sie nicht, um ganz ehrlich zu sein. Da vorne, wo das Land anfängt, ist es noch nebliger als hier. Ich kann nicht sagen, wie weit es noch weg ist. Sehe ich hier irgendwie eine Bordanzeige? Ist es wieder so ein Feldweg? Nein, es war doch eine richtig geile Landebahn. Warum sehe ich die nicht? Da blinkt was. Da blinkt was. Okay, Mama, F8. Hä? Mann, dieser... Die Querstrebe stört ein bisschen. Das Blinkende ist die Landebahn, oder nicht? Fahrwerk ist draußen. Fahrwerk ist draußen. Komm ein bisschen tief. Rüdiger ist ein bisschen tief. 500. Das wird unangenehm. Das wird richtig unangenehm. Das wird nix. Ich muss vielleicht nochmal durchstarten. Was ist denn das? Hä? Hier ist so eine holographische Linie. Seit wann gibt's denn sowas? Oh ne. Doch. Nee. Doch. Nee, doch. Nee. Okay. 82 Punkte. Ich hab gebremst, aber dann ist er irgendwie... Okay. Nee, bin ich RIP. Sieht gut aus. Guck mal. Das sieht richtig gut aus. Schaffen wir noch die 1. Unter 1000 ist wie tot. Wir könnten, Chat, wir könnten für die nächsten Flughäfen, also für die nächsten Landeherausforderungen sagen, 1000 Punkte ist Untergrenze. Aber das müsstet ihr entscheiden. Also, wenn ihr sagt, 1000 Punkte Untergrenze, dann 1, wenn ihr sagt, nee, einfach landen, ist scheißegal wie. Scheißegal, wie man landet, Hauptsache du landest, dann 2. Weil, also manche Flughäfen mit dem Seitenwind, da komme ich, bin ich froh, wenn ich überhaupt runterkomme. Ist nicht so easy manchmal. Landen ist Landen, ja. Womit steuerst du? Mit einem Xbox-Controller. Vermutlich solltest du die Überbelastung wieder anschalten. Das könnten wir als Kompromiss machen. Okay, die Mehrheit sagt, nee, einfach nur landen. Wir machen aber wieder den Schaden an, okay? So, wir machen mal den Schaden an. Komme ich hier... Sedona ist das nächste. Lass mal ins Menü gehen. Wir machen also den Schaden wieder an. Das heißt, wenn ich jetzt zu hart aufsetze und mir den Flügel wegbricht, ist auch RIP. Okay, wir machen. Wo geht das nochmal hier? Wo ist hier Option, Chat? Nee. Da. Unterstützung war das hier. Ausfälle und Schäden. Kollision hatten wir aktiviert. Flugzeugüberbelastungsschaden aktivieren wir jetzt. Und Triebwerksüberbelastungsschaden aktivieren wir auch jetzt. Okay. So, jetzt ist es wirklich komplett hardcore, oder?
Wir haben realistische Flugeigenschaften und alles kann uns rippen. Man merkt, dass Matteo Native Speaker ist, so gut wie er landet. Danke. So, okay, haben wir das hier geschafft. Dann gehen wir zurück. Hierhin. Aktivitäten. Landeherausforderungen. Starker Wind. Und Sedona. Wo war das? Hier, oh, sogar die letzte. Ist die letzte für heute, Chat. So, die letzte Herausforderung für heute. Ich mache das so lange, bis ich es schaffe, okay? Wir müssen ein U fliegen. Wir müssen wieder von hinten ranfliegen. Also ich darf nicht direkt drauf. Danach FTL. Ne, danach installieren wir Quake Live. Und Leon und ich testen mal, ob wir eine Chance hätten gegen Eddie. Okay. So, was heißt denn das unten an der Seite, der Wind? Das 20.00 KT, sind das Knoten? 20 Knoten Wind? Wie viel Credit setzt man? Bei Hardcore setzt man alles. Man setzt alle seine Punkte. Oh, fuck, es geht schon los! Man setzt alle seine Punkte plus sein Leben, weil man getimeoutet wird für 10 Minuten, wenn man verliert. Habt ihr mal gequaked? Drave Jumps, Rocket Jumps und so bekannt? Ne, ich habe nie Quake gespielt. Also nie richtig. Die Begriffe sind mir schon mal untergekommen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Deswegen müssen wir es heute checken. Okay. So, ich versuche eine lange Schleife zu fliegen. Guck mal, Triebwerk ist draußen. Es ist sehr windig. Das Ding, guck mal, wie wir rumgeschakt werden. Ich hoffe, das Flugzeug reißt nicht auseinander. Ist das die Landebahn? Das sieht ja geil aus. Ich muss jetzt auch ein bisschen vorsichtig fliegen. Ich kann nicht so Kamikaze fliegen, weil sonst verlieren wir ja auch. Weil der Schaden ist jetzt komplett an. So, da will ich hin. Das heißt, wir drehen jetzt schon mal rein. Aber ganz sanft. Ganz sanft reindrehen. Ja, der Winkel gefällt mir gar nicht. Es wird dann ganz kurz. Ich mach mal F8. Shit, wir sind viel zu hoch. Oh nee, das wird schon wieder so ein Shit. Das wird eine Shit-Landung. Wir segeln mal komplett. Ich bin zu langsam, ich muss mal durchstarten. Ich meine, ich mache den Motor aus. Kann ich den Motor ganz abschalten im Spiel? Singt zu krass. Ich muss wieder anmachen. Ich muss wieder anmachen! Das war easy, Leute. Das war ja mega easy. Wir haben fast 1 Million Punkte. Ich bin weltweit auf Platz 3800. What? Ich bin der komplette Pro-Gamer. Lol, die ganzen Rips. 59 Leute im Chat weggerippt. Okay, krass. Wie viele haben die Top 10? Ich guck mal. Top 10 hat doppelt so viel wie ich. Also Top 1. Der Beste der Welt
hat etwa doppelt so viele Punkte wie ich. Trotzdem, guck mal, das war für meine Verhältnisse richtig gut. War richtig gut. Gab es wieder StarCraft mit Simon von RBTV? Ja, heute Mittag, aber das Match morgen fällt aus. Okay, nice. So, ja, nur eine halbe Stunde. Ich glaube, ich würde jetzt Quake installieren. Wir haben alle Landeherausforderungen geschafft, die heute uns... Das ist auch mal ein aktueller Rekord, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, noch nie mehr Punkte als die hier. Warum fällt das aus? Irgendwie Orga-Stress irgendwie. Da wird irgendwie was falsch organisiert und deswegen kann es nicht stattfinden. Da müsst ihr am besten nochmal die Leute fragen, die es organisiert haben, nicht uns. So, okay. Gut, dann quitte ich mal hier raus. Das war eine nice Session, muss ich sagen. Okay, warum geht die Musik noch weiter, obwohl ich aus dem Spiel rausgealtert bin?